willkommen zur Hugo Show. Also hier in der Mine, ja, schon ziemlich düster und kalt. Aber der Guido, der wird sich ab Montag auf Mallorca befinden und da hat es bestimmt wärmer und heller als hier. Naja, ich gönn's ihm, ja. Und da können auf jeden Fall alle mit dem Hugo Mobil mitspielen, wenn sie Lust haben. Ihr natürlich auch, wenn ihr Lust habt, Montag bis Freitag live. Diese Woche bin ich für die Yvette eingesprungen, denn sie hat an einem Tag keine Zeit gehabt zu kommen. Und da habe ich mit der Heike telefoniert. Die war auf der Draisine. Und das Wochenthema von der Yvette war Fitness. Und die Heike, na, die tut, glaube ich, ziemlich viel für ihre Bauchmuskeln. Ja, hallo. Hallo, grüß dich. Was hast du gemacht? Was habe ich gehört? Du hast dir eine Trainingsbank gekauft. Ja. Ja, und was kann man damit alles anstellen? Also alle möglichen Muskeln kannst du damit trainieren. Alle Muskeln? Welche Muskeln trainierst du denn vor allen Dingen? Bauchmuskeln vor allen Dingen. Bauchmuskeln, damit du was brauchst. Also ich kann es dir heute leider nicht zeigen, ne? Aber nächstes Mal ziehe ich das Bauchmuskel wieder an. Mich aus. Hier, ich werde hier schon angepöbelt, ja? Also ich soll das mal hochziehen. Was mache ich nicht? Nicht hier, das hat die falsche Uhrzeit. Okay, jetzt für alle die Wiederholung, die nachts die Wiederholung sehen. Nein, okay. Also jetzt keine Wiederholung, sondern die Live-Sendung. Und die Heike, die geht jetzt auf die Draisine. Jawohl. Ja, und zwar mit den Tasten 4 und 6. Okay? Okay, ich muss aber den Hörer weglegen. Okay, mach das. So, jetzt wollen wir mal einen kräftigen Zug nehmen. Durchgewunden, ganz schnell und jetzt bist du am Ziel. Das ist wirklich sehr gut. Das ist meine Tochter, das ist mein Glücksbringer. Dein Glücksbringer. Wie alt ist die? Die wird übermorgen 5. 5, gut. Dann schauen wir jetzt erstmal zuerst auf deine Punktetafel und dann sprechen wir noch ein bisschen über deine Tochter. Ja. Denn du hast 500 Punkte noch dazu bekommen. Leider ein fauler Sack, schade. Aber das macht nichts. Immerhin hast du 750 Punkte. Ach, toll. Und ich hoffe, du machst es genauso gut. Denn du hast jetzt auch die Möglichkeit, diese Punkte zu verdoppeln. Ja. Ja? Wie heißt denn deine Tochter? Romy. Moni. Romy. Romy. Moni. Froni. Jetzt habe ich jetzt. Wie Rosemarie. Die Abkürzung von Rosemarie. Ach, Rosi. Romy. Romy. Also ich bin irgendwie taub. Romy. Romy. Entschuldigung. Danke, liebe Tochter. Ich weiß, das ganze Team lacht schon über mich, denn ich bin etwas taub. Ja? Man muss etwas immer taub? Obwohl, wenn man über mich lästert, dann höre ich das sehr genau. Ich höre schon Geläster hier im Studio. Naja, okay, also im Raumschiffstudio. Ne? Okay, also liebe Heike und liebe Romy, ihr geht jetzt zu den Seilen und von Mara ab, genau. Also jetzt drückt 3, 6 und 9. Ganz schnell, Heike, entscheide dich. Nein, schade. Halte durch. Ja, gut, okay. Oh. Schade eigentlich. Captain Söhnen, hast du vielleicht gerade über mich gelästert? Nein, geh mich dazu. Oh, kleiner Witz. Okay, liebe Heike, ich lässere auf jeden Fall nicht über dich. Du hast 275 Punkte leider nur gemacht. Aber es macht nichts, denn du bekommst natürlich etwas ganz Tolles. Und vielleicht kannst du das für deine Fitness gebrauchen. Ja? Ja, gut. Gut. Deine Polaroid Vision Sofortbildkamera darf auf keiner Party mehr fehlen. Freu dich auf Spiegelreflextechnik, integrierte Bildbox mit Sichtfenstern und einfachste Handhabung. Das ist wirklich ganz toll, denn dann kannst du jeden Tag ein Bild von dir machen, ob du schon etwas abgenommen hast oder ob alles fester geworden ist. Ja. Ja? Ja. Die lachen ja ständig über mich. Okay, Heike. Also ich muss mal das Team hier noch mal verprügeln gehen irgendwann. Und du, ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Fitness. Okay? Danke dir. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Also hier in Atlantis wird man wirklich dazu verleitet zu schwimmen. Wie Raphael, der war auch beim Schwimmen. Raphael, ich grüße dich. Ja. Von woher rufst du an? Aus Memmingen. Memmingen? Im Allgäu. Ah, schön. Ist doch auch toll jetzt im Sommer, oder? Bitte? Ist doch auch toll im Sommer jetzt. Ja, wunderbar. Was machst du denn für die Fitness da im Sommer? So, ein bisschen Bodybuilding, ein bisschen Segeln zum Ausspannen. Segeln? Ja. Oh, ich könnte jetzt anfangen und erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe, aber ich will natürlich, dass du mir ein bisschen was erzählst. Was hältst du denn allgemein von dem Fitnesswahn oder von überhaupt vom Fitness? Ja, man soll es ja nicht übertreiben, man muss es in Grenzen halten. Was heißt für dich übertrieben? Also übertrieben ist zum Beispiel 6-mal in der Woche, 8 Stunden jeden Tag ins Fitnesscenter rennen. Ja. Das ist übertrieben. Ja. Und natürlich mit Spritzen und dem ganzen Zeug, wie es manche dann auch machen, das ganze Dopen und Anabolika, das ist natürlich absolute Kacke. Pass mal auf, Raphael, wir beide werden jetzt was machen? Tja, was denn? Tja, ich weiß es auch nicht. Wir werden Fitness. Schwimmen gehen. Schwimmen gehen? Natürlich. Passt ja richtig hierher. Das passt, jawohl. Und deine Tasten sind die 4, die 6 und die 8? Jawohl. Und ich würde sagen, erfrisch dich gut. Ich leg dich einfach aus der Hand, die haben Funktelefon. Okay. Okay. Los geht's. Wassertiefe 50 Faden, Hugo möchte endlich baden. So, Raphael zeigt jetzt seine Schwimmkünste. Und wir drücken die 6. Natürlich habe ich auch vergessen, dir die Tasten zu sagen, oder? 4, 6 und 8 hatte ich, glaube ich, gesagt. Oh! Na, gleich 2 Sachen hintereinander. Das fängt ja gut an. Ach, du dicker Tintenfisch. H2O macht Hugo froh. Und Raphael doch ebenso. Wir gehen rüber mit der 4. Und jetzt die 6 würde ich vorschlagen. Aber ich sehe schon, du bist ja ein alter Seehase. Ich brauche ja gar nichts zu sagen. Aber ich gebe dir den Tipp, jetzt abzuwiegen. Gut. So, wir sammeln natürlich noch ein paar Schatztruhen ein. Rüber! Und gleich wieder rüber. Und die 4. Gut. Im Sauerstoff sieht es schon ein bisschen brenzlig aus, aber wir wollen mal schauen. Du müsstest jetzt mal mit der... Vielleicht noch rüber. In die Mitte. Und du musst jetzt mal Luft holen gehen. Das macht man mit der 8. Oder man lässt sich einfach pressen. So genau. Leicht sitzt man wieder auf dem Trockenen. Nochmal in den See, wäre für mich okay. So, und da haben wir auch schon wieder gutes Luft und können weitertauchen. Da funkelt noch einer. Rüber. Mann, das war zu spät. Aber immerhin hat Raphael schon 300 Punkte. Wir können bald nichts weitermachen. Ich hole mir schnell einen Kopf. Ja, wunderbar. Raphael, ich bin stolz auf dich. Jo, ich auf dich auch. Und ich höre gerade eine E-Mail. Jo. Die müssen wir natürlich vorziehen, da ist sie. So, hallo liebes Hugo-Team. Was soll man bei der Hitze noch Fitness betreiben? Es reicht doch schon das Schwitzen in der Sonne. Fitness ist etwas, das man im Winter machen sollte, um nicht zu versülzen. Außerdem wollte ich euch zu der Sendung gratulieren und macht weiter so. Herzliche Grüße aus Wien und das kam von Klaus Dieter. Danke, Klaus. Hier kann natürlich jeder seine Meinung sagen. Das ist sehr wichtig, auch dass wir verschiedene Meinungen haben. Und ich möchte euch auch aufmuntern, hier ein bisschen Kritik am Fitness zu üben. Ja? Also ich bin der totale Fitness-Freak. Wer sich mit mir anlegt, der kann sein blaues Wunder erleben. Ja? Also wollte ich nur mal gesagt haben. Jetzt aber zu Raphaels. Also ich muss jetzt erst ein Kompliment aussprechen. Ja? Und zwar einen wunderschönen trainierten Bauch hast du. Den sieht man ja heute wunderbar. Jawohl. Jetzt aber zu deiner Punktetafel. Jo. So, 300 Punkte hast du einkassiert. 500 gab es fürs Ziel. Ein faules Sack war dabei. So, 600 Punkte und den schönen Bauch von Yvette. So. Für 600 Punkte würdest du zwar schon was Tolles bekommen, aber nichtsdestotrotz hast du noch einmal die Chance, was zu verändern. Aber erst gehen wir gemeinsam in die Höhle. Jo. Ein bisschen mulmig ist mir ja schon. So, du Hexe, jetzt zeige ich's dir. Such dir ein Seil aus.
wirst schon sehen, was du davon hast. So, gucken wir mal. Ich musste eben auch noch mal gucken, wie gemein die Hexe ist, aber du hast jetzt, wie gesagt, die Chance, deine Punkte zu verdoppeln, sie zu halbieren oder sie gleich bleiben zu lassen. Ja, wunderbar. Und jetzt musst du dich entscheiden. Ich hab schon entschieden. Ja, wunderbar. Du hast sie verdoppelt? Ja. Der Wahnsinn, 1200 Punkte. Und für 1200 Punkte, was machen wir da? Zusammen ins Fitnessstudio gehen. Fitnessstudio? Ja, nee. Wir zwei. Für 1200 Punkte gibt's das. Hugo schenkt dir die optimale Sportschutzrüstung von Procanex, den Destiny-Mitkeitsschläger mit der neuen Kopfform, ein T-Shirt und dazu eine praktische Sporttasche. Das ist gut, super. Na, ist das was für dich? Jo, auf jeden Fall. Das freut mich. Raphael, noch einen schönen Tag. Okay, wünsche ich euch auch. Und weiter so beim Fitness, ne? Jo, danke, ciao. Tschüss. Ah, ist das schön hier. Also siehst du, Guido, man muss nicht extra nach Mallorca fahren. Hier bekommt man auch Sonne, Strand und Meer. Aber ihr wollt natürlich wissen, wer als nächstes gespielt hat, und zwar der Peter. Also ich glaube, die Yvette hat ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten mit ihm gehabt, denn er kam aus Hallbergmoos und ist Sportkegler. Hallo? Wer ist denn da? Der Peter. Peter? Ja. Von woher rufst du an? Aus Hallbergmoos. Woher? Hallbergmoos. Aus München, aus dem Hallberger Moos? Ja, das ist doch mein neuer Flughafen. Das trifft sich aber gut, denn du musst zu uns ins Moor. Oh. Ja. Und deine Tasten, sind die 2 und die 8? Ja. Und bitte tu mir einen Gefallen, achte auf die Bäume. Die sagen ja nämlich was. Ja. Aber ich werde dir dann noch mal helfen, okay? Ja. Los geht's. Ich muss aber einen Hörer weglegen. Also langsam werde ich das nicht mehr akzeptieren. Also entweder ihr spielt hier mit mir und redet mit mir oder, ja, was soll denn das? Peter spielt. Ja. Los geht's und denk daran, Hugo hat eine Schlammallergie. Keiner will mehr mit mir reden, ist echt irgendwie ein bisschen verdächtig, ja? Und die 8. Und hochkommen, genau. Jetzt keine Panik kriegen, keine Panik. Die 8, jetzt. Gutes, Peter. 2. Schlechtes, Peter. Das war zu knapp. Und andere zahlen sogar für so ein Moorbad. Spaß versteht hier auch keiner. So, Peter, weiter geht's. Jetzt die 8, bitte 8. Oh, und jetzt die 2. Häng mich daran. Genau, lass dich rüberwirbeln, spring ab und geh weiter. Jetzt müssen wir warten, bis der Baum jetzt was sagt, glaube ich. Oder? Mal gucken. Jetzt die 8. Und jetzt warte, bis der Baum was sagt. Jetzt haben wir es verpasst. Die 8, gucken. Und jetzt gleich die 2, warte. Jetzt! Jetzt haben wir das erste Mal verpasst, was der Baum gesagt hat. Das ist sehr, sehr entscheidend. Die 8. Aber vielleicht kriegen wir zumindest den zweiten Baum mit. Peter ist sprachlos, ja. Auf jeden Fall ist er konzentriert, nehme ich mal an. So, jetzt kommt der zweite Baum. Gleich. Erst noch mal hoch. 2, 2. Genau, ein paar Säcke mit dem. Jetzt horchen, horchen. Aha. Und jetzt die 8. Und das 2. Und das 2. Genau. Also das zweite hast du ja gehört. Das war so. Und das erste war so. Ja, also ich meine so das, was so auf den Weiden. 2. Was du auf den Weiden wiederkäut. Mehr Tipps kann ich dir nicht geben, Peter. Eins weiß ich, Sesam, öffne dich, war es nicht. Genau, jetzt musst du nämlich die verschiedenen Symbole entziffern. Und das erste, würde ich sagen, ist so sehr weit unten. Und in der Mitte. Genau. Und das zweite müsstest du eigentlich gehört haben. Das war so auch unten. Und so ganz rechts. So. Ich glaube, Genau. Wir haben es jetzt. Du kennst dich aus im Reich der wilden Tiere. Jawohl, wir haben es gepackt. Super. Es war unheimlich schwer. Ich habe auch so fasziniert eben hingestarrt. Peter? Bitte?
Ich habe eben auch so fasziniert hingestarrt. Es war sehr schwer, oder? Ja, das erste Mal war schon schwer. Wir gucken mal deine Punkte an. Punkte! 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 Tafel! Bitte! So, 400 Punkte hast du einkassiert, 500 gab es fürs Ziel. Und ein goldener Sack war dabei. 50 mussten wir dir abziehen. Hey, 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 hey! 50 Punkte. Peter, ich bin ja stolz auf dich. Ja. 950 Punkte, aber du kannst diese Punkte auch noch verbessern, du weißt das? Ja. Du kannst zum Beispiel die verdoppeln, gleich bleiben lassen oder sie halbieren. Und dazu musst du jetzt gleich an Seilen ziehen. Du wirst drei Seile vorfinden, 3, 6 und 9, und musst dich für ein Seil entscheiden, okay? Ja. Ich drück dir beide Daumen. Ja, okay. So. Jetzt entscheide dich. Du hast die 9 gewählt. Oh. Halte durch! Peter, du warst so gut. Jetzt wurden dir ein paar Punkte abgezogen, aber es sind immer noch 475 da. Und bevor du diesen Preis dafür bekommst, möchte ich natürlich auch von dir wissen, was du von Fitness hältst oder ob du Fitness machst. Ja, ich mach schon Fitness. Okay. Was? Ich mache schon Fitness. Aber ja, aber was denn, Peter? Kegeln. Kegeln? Ja. Hast du jetzt so einen Oberarm oder kann man das auch auf beiden Seiten machen? Das kann man auf beide Seiten machen. Ach, echt? Ja. Und machst du noch irgendwas anderes, vielleicht so Bodybuilding oder so? Nein, mache ich nicht. Nur Kegeln? Nur Kegeln. Und wie oft? Ja, also jetzt ist momentan ist noch Sommerpause. Es geht erst im September wieder los. Alles klar. Und gehst du dann schwimmen oder so in der Zeit jetzt? Nein, jetzt gehe ich noch ins Training, Kegeltraining, jede Woche einmal. Alles klar. Peter, hier ist dein Preis. Ja, danke. Hugo hat für dich den MVS Voice Organizer, ein elektronisches Notizbuch, Telefonverzeichnis, Terminkalender und Diktiergerät im handlichen Format. Dein sprechender Assistent gehorcht dir aufs Wort und hilft deinem Gedächtnis jederzeit auf die Sprünge. Peter! Ja, super! Das ist für dich von uns. Ja, danke. Und damit wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß, okay? Und einen schönen Gruß soll ich noch ausrichten von meiner Frau. Oh, das ist aber nett. Grüßchen zurück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Peter, sehr gut gespielt. Wer so noch dabei war, tja, das seht ihr gleich, denn ich gehe jetzt erstmal mich abkühlen. Hallo, da sind wir wieder mit der Hugo-Show. Also so ein Glück wie die Sarah will ich ja auch haben, ja? Nicht nur, dass sie an dem Tag Geburtstag hatte, nein, sie ist auch noch live bei Hugo durchgekommen. Und ob sie ins Finale gekommen ist oder nicht, das seht ihr jetzt. Wen habe ich denn jetzt dran? Hallo. Wer ist denn da? Die Sarah. Sarah, ich grüße dich. Wie geht's dir? Gut. Ich habe heute Geburtstag. Oh, happy birthday! Danke. Happy birthday to you. Nur für dich. Happy birthday to you. Sarah. Happy birthday. Kinder, da kann es ja nur gut werden. Ja. Du wirst jetzt mit mir auf die Draisine gehen. Ja? Ja. Und deine Tasten sind die 4 und die 6. Und wenn du das Spiel gut gespielt hast, verrätst du mir noch, wie alt du geworden bist, okay? Ja. Aber jetzt spielen wir erstmal. Los geht's. So, jetzt wollen wir mal einen kräftigen Zug nehmen. Und wir starten. An der Seite wirst du gleich einen Plan finden. Ich hab das Spiel. Und daran kannst du dich orientieren. Wir drücken die 6. Genau. Und gleich wieder die 4. Genau. Nein! Mensch! Ich glaube, wir haben ein bisschen Zug abbekommen. Los jetzt. Aber mit Volldampf weiter. Und schon geht's weiter. Sarah hat schon 150 Punkte immerhin. Und wir kommen hoffentlich bis zum Ende. Ah, da sind noch ein paar Punktsäckchen. Die nehmen wir natürlich mit. Du
kannst dir gratulieren. Richtig zügig durchgezogen. Du kannst dir nicht nur zu deinem Geburtstag gratulieren lassen, sondern auch zu deiner tollen Leistung, Sarah. Du hast es geschafft. Und du weißt, was jetzt passiert? Ja. Was denn? Ich komme zu der... Zur Punktetafel? Ja. Okay. So, 350 Punkte. Gab so 500 für das Ziel. Oh, sogar ein goldener Sack war dabei. 50 mussten wir abziehen, aber wow. Es verbleiben 900 Punkte. Wirklich, ganz toll, Sarah. Und die 900 Punkte kannst du natürlich auch noch ein bisschen verändern, indem du an den Seilen ziehst. Du hast die Wahl zwischen 3, 6 und 9. Und bitte entscheide dich und lass dich gut beraten. Wer ist denn bei dir im Hintergrund? Ist da jemand? Mein Vater. Und der wird dich jetzt sicher beraten, oder? Ja. Ja? Was hat er denn so spontan gesagt? 3, 6 oder 9? Nee, er weiß noch nicht. Er guckt mal. Jetzt sind hier auf jeden Fall die Seile. Jetzt ist die Entscheidung zu treffen. 3, 6 oder 9? Und? Ja! Ja, der Wahnsinn. Wirklich, Sarah, aber wie soll es anders laufen an deinem Geburtstag? Wie alt bist du eigentlich geworden? 11 Jahre, na wunderbar. Zum ersten Mal zwei gleiche Zahlen nebeneinander, hä? Ja. Und für dieses tolle 11-jährige Geburtstagsglückskind gibt es das. Der Europapark in Rußball-Freiburg lädt dich und deine Begleitung für 3 Tage ins neue Erlebnishotel El Andalus inklusive Frühstücksbuffet und VIP-Treatment ein. Viel Spaß bei den über 60 Attraktionen und Shows im Europapark. Sarah. Ja? Damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Danke. Ist doch ein nettes Geburtstagsgeschenk noch dazu, oder? Ja. Und feier noch schön. Ja. Tschüss. Toll gespielt, Sarah. Nochmal herzlichen Glückwunsch von mir und der Tim. Der ist 15 und war beim Ballonfahren. So, Tim, und jetzt bist du gefragt. Du musst sie besiegen, aber ich denke, es wird kein Problem sein. Ha? Nein, natürlich nicht. Ha. Du wirst auf den Ballon gehen, eine Ballonfahrt unternehmen. Und deine Tasten sind die 4, die 2, die 6 und die 8. Ja. Und bitte, bitte streng dich an, okay? Ja. Bis gleich, los geht's. Oh, ey, das ist scheiße. Ein kleiner Sprung für Hugo. Aber ein großer Sprung für die Menschheit. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie Tim sich macht. Ja. Wirst du angefeuert? Ja, von meiner Mutter. Na, das möchte ich mal hören. Ja, aber so, und schon geht's los. Wir drücken die 4, genau, und die 2, um wieder hochzukommen. Ein paar Punkte wollen wir natürlich auch mit einkassieren. Und immer die 2 drücken, damit wir oben sind. So, wir gehen wieder hoch, etwas höher, genau. Mit der 2. Ich hasse Rock'n'Roll. Oh no, das war scheinbar zu dicht. Ja. Aber Tim, wir haben ja noch ein paar. Genau. Was war denn das? Jetzt reiß dich mal am Riemen. Mal ein bisschen rübergehen, genau, denn da sind auch noch Säcke. Aber die Steilwände sind natürlich auch riskant. Jetzt tauchen wir unter mit der 8. 8. Und gleich wieder hoch mit der 2. Genau. Oh, da hinten sehe ich schon ein Schild, die 2. Ja. 2. So, die Hälfte ist geschafft. Ja. So weit, so gut. Aber das dicke Ende kommt erst noch. Und jetzt kommt es darauf an, dass du ganz zart die Tasten nur berührst. Mhm. Also wir haben die Tasten 4, 6 und 0. Ja. Oh, oh. Und da braucht man ganz viel Geschick für. Nieder mit der Schwerkraft. Jetzt sind wir nämlich in dem Berg drin. Und du drückst die 4. Genau. Und die 6. 6, 6, 6. Nochmal 6, 6, 6, 6. Und jetzt die 0. 0. Oh, knapp. Aber du bist gut. Jetzt drücken wir die 4. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir sind. 4.
Vier? Genau. Ich bin da. Cool. Und wieder vier. Vier! Oh! Mist! Tim! Nein! Jetzt bin ich wohl total abgebrannt. Na, einen hab ich noch, ne? Das ist deine letzte Chance, du Bruchpilot. So würde ich dich aber nicht bezeichnen. Du bist ganz schön gut. Die vier. Die sechs. Und die null. Null. Und die vier. Ich sag dir jetzt lieber nicht deine Punktzahl, sonst kippst du nämlich um. So viele hast du schon. Ja. Yippie! Mein Spitzenlandung! Spitzenmäßig! Oh Mann! Ich kann's kaum glauben. Ich auch nicht. Du warst richtig, richtig gut und deine Mami, ist die stolz auf dich? Ja, und wie? Kann sie auch sein, denn guck dir mal deine Punkte an. Ja. Oh Gott! Oh, wow! Tim, das sieht sehr gut aus. Du hast unglaublich. Unglaublich? Ja. Tim, du hast 1500 Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt gleich zu den Seilen kommen, kannst du auf den Superpreis hoffen. Ja. Jetzt kommt es darauf an, dass du dich entscheidest. Es gibt die Zahlen 3, 6 und 9. Mhm. Und bitte entscheide dich für das richtige Seil, okay? So, jetzt kommt es darauf an. Such dir ein Seil. Warte noch ein bisschen? Ja. Wirst schon sehen, was du davon hast. Genau. Und jetzt kannst du wählen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich auch. Die sechs. Ach, naja, immerhin. Naja, immerhin. Bleib. Hugo, mein Held, du hast uns befreit. Du bist superklasse, 1500 Punkte. Ja. Und für 1500 Punkte muss ich jetzt direkt mal aufstehen, ja? Ein bisschen formeller jetzt. Für 1500 Punkte gibt es das. Adventures, der Anbieter für Abenteuer und Sportreisen im Berchtesgadener Land, lädt dich für 4 Tage ins Abenteuercamp nach Schneitzelreuth ein. Ob Sportklettern, Rafting, Canyoning, Kanadier oder Mountainbike, hier kommt garantiert keine Langeweile auf. Tim. Spitzmäßig. Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, danke. Und noch einen wunderschönen Tag und es hat mir tierischen Spaß gemacht mit dir, okay? Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tja, leider sind wir am Ende unserer Sendung und nächste Woche Guido Kellermann auf Mallorca. Und ich werde mit ihm natürlich telefonieren und nicht nur mit ihm, sondern auch mit euch, hoffe ich, wenn ihr Lust habt, live anzurufen, Montag bis Freitag. Ich hoffe, ihr seid alle dabei, zahlreich und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Euer Urlaub wird noch schöner. Euer Urlaub wird noch viel schöner. Euer Urlaub wird am allerschönsten mit dir. Und Hugo, denn ab Montag geht's mit dem Hugo-Mobil ab nach Mallorca an den Strand. Eine Woche lang der Sommerspielspaß mit Hugo auf Mallorca. Ab Montag 16:15 Uhr, nur bei Kabel 1.